So, liebe Leute, Richtung Monatswechsel wird es mal wieder Zeit, zurückzuschauen auf das Ranking aus meiner Sicht der besten und schlechtesten Filme des vergangenen Monats, beziehungsweise bezüglich den Filmen, die ich besprochen und gesehen habe. Das waren im vergangenen Monat 11 Stück im Oktober, neben natürlich Serien wie Die Ringe der Macht, Dama, She-Hulk oder auch House of the Dragon, muss ich klar sagen. Gibt noch 3 Kinofilme, wo ich gucken muss, ob ich sie schaffe nachzuholen, die ich bei den PVen verpasst habe, nämlich Bros, Buddies, Buddies, Buddies und Rheingold. Ansonsten hätten wir 8 Kinofilme, die ich im Oktober besprochen habe, 2 auf Netflix und ein auf Disney Plus. Und die bringen wir jetzt wieder in die Reihenfolge, was Filme angeht, wo ich eher die Finger davon lassen würde und ich sehr enttäuschend fand. Dann das oft nicht weiter erwähnte Mittelfeld, aber auch Filme, wo ich sagen würde, oh, die konnten was. Und da muss ich sagen, war der Oktober relativ erfreulich. Erstens ist dieses Mal, ich glaube, das ist das erste Mal, seitdem ich dieses Ranking mache, nicht ein Film dabei, wo ich sage, absolute Vollkatastrophe, sodass wir dieses Mal nur Mittelfeld und Filme haben, wo ich denke, oh, die können was. Und sogar 4 Filme, wo ich sage, sehr unterschiedlich und definitiv einen Blick wert. Also deswegen gehen wir ganz kurz über das Mittelfeld, ohne darüber großartig zu reden, ganz ungewohnt für mich. Filme, die so la-la daherkamen, waren für mich Black Adam, Der Nachname, Halloween Ends, Vesper Chronicles, Piggy, See How They Run und Ich bin so glücklich auf Netflix. Und dann reden wir über die 4 Filme, wo ich sage, oh, die fand ich relativ spannend. Wobei bei dem Einstiegsfilm sicherlich einige sagen, ah, das war nix, und andere, oh, fand ich ganz interessant. Das ist nämlich bei mir Werewolf by Night, das Marvel Special bzw. Disney Special zum Marvel Cinematic Universe. Das erste Mal, dass es sowas ja gab, wird ja auch zu Guardians of the Galaxy ein Holiday-Special geben, mit Blick auf Weihnachten ab dem 25. November auf Disney Plus. Und diesen Monat gab es in Werewolf by Night mit Blick auf Halloween. Und von Michael Giacchino erzählte, beziehungsweise Regiedebüt, der ja ein wahnsinnig bekannter Filmkomponist, noch Oscar-Preisträger dafür ist, wird die Geschichte erzählt von Ulysses Bloodstone, beziehungsweise der ist verstorben. Und deswegen finden sich, er ist nämlich ein großer, legendärer Monsterjäger, andere Monsterjäger, deren Ruf ihn weit vorauseilt, auf dem Anwesen der Bloodstones ein, aber auch dessen entfremdete Tochter Elsa. Und die Frage steht im Raum, wer erbt den Blutstein? Ein Stein mit besonderen Fähigkeiten. Eigentlich wäre der an seine Tochter gegangen, wenn die nicht das Anwesen und die Familie verlassen hätte. Und deswegen soll es eine besondere Jagd im Labyrinth auf dem Anwesen geben. Und ein legendäres Monster gilt es zu erlegen. Und wer von diesem Monster den Blutstein gewinnen kann, hat fortan auch die Möglichkeit, dessen Kräfte zu verwenden. Dass natürlich die Rolle eines Werwolfs dabei wichtig sein wird, erfahren wir schon im Titel. Ich mochte diesen schaurigen Ansatz, ich mochte so den angelehnten Look an alte Horrorfilme, auch so dieser leicht spaßige Faktor, der mit drin ist, hat durchaus zwar auch seine Schwächen, aber damit würde ich einsteigen und was, wo ich dachte, okay, das war mal ganz interessant und abwechslungsreich, geht auch nur so um die 60 Minuten, also ein mittellanger Film. Und dann haben wir als nächstes bei mir Triangle of Sadness. Der hat in Cannes die Goldene Palme dieses Jahr gewonnen, der neue Film von Ruben Östlund, der schon mit Höhere Gewalt und The Square für Furore und Aufsehen gesorgt hat. Eine ziemlich krasse Ensembleleistung und ein Film, der sich in 3 Teile teilt, die recht unterschiedlich sind. Ganz am Anfang sind wir unterwegs mit einem jungen Männermodel und seiner Influencer-Freundin. Da gibt es sowieso schon Abgesang auf die Modeindustrie, die dann in einem Restaurant sitzen und darüber streiten, wer die Rechnung bezahlt. Was es mit dem Geld auf sich hat, und das Ganze bauscht sich extrem auf und ist dann aber auch so fein geschrieben und endet in einem Hotel, wo man denkt, was für eine abgefahrene Nummer, und switcht dann komplett auf eine 250 Millionen Dollar teure Yacht, auf der sich dann auch eben jene wiederfinden, also dieses Paar wiederfindet, umgeben von Leuten, die sehr reich sind oder Waffenhändler sind oder die Düngermogule sind. Klingt voll weird. Und eine Crew, die angeleitet wird von einer Frau, die alles strikt und korrekt machen will und dabei aber auch ein bisschen herabschaut auf die einfachsten Crewmitglieder und einem Kapitän, der partout sich nicht seinen Gästen zeigen möchte. Und als dann alles irgendwann ins Wanken gerät und alles wirklich an Hierarchien durcheinander geworfen wird, gibt es noch einen großen dritten Part, der hat was mit einer Insel zu tun. Und da ist Triangle of Sadness so bitterböse, zynisch über das Leben, aber auch wahnsinnig unterhaltsam. Jetzt habe ich ihren Namen vergessen. Ist ja auch egal. Setze ich an der Stelle, überspringe ich das kurz, was ich sagen wollte. Aber der ganze Film hat einfach eine krasse Lebensbetrachtung, auch schöne Bilder, die er fotografiert, richtig gut geschriebene Dialoge und dreht aber irgendwann völlig frei. Da gibt es auch so einen ganzen Fäkalien-Part, wo ich denke, was ist das denn jetzt bitte? Und ist ja wiederum clever gedreht mit diesem Boot in einer sehr stürmischen Nacht. Also Triangle of Sadness macht was mit einem. Definitiv einer der Filme, wo ich sagen würde, gerade wenn man Cineastes oder arthausige Hintergründe auch mag, der kann durchaus was. Dann für mich auf Platz 2 diesen Monat Im Westen nichts Neues. Der ist am 28. Oktober erst auf Netflix erschienen, also sehr, sehr frisch. Nach dem Buch von Erich Maria Remarque, der selbst als Soldat im Ersten Weltkrieg auf deutscher Seite gekämpft hat, gab es ja schon die 1930er-Verfilmung
Buchverfilmung, die damals den Oscar als bester Film gewonnen hat und dann noch die 1979er Fernsehfilmvariante. Hier also erst die erste deutsche Version von Edward Berger, inszeniert mit Felix Kammerer, Albrecht Schuch, Aaron Hilmer und Daniel Brühl in den Hauptrollen und erzählt die Geschichte von Paul Bäumer, der zusammen mit seinen Freunden Albert und Franz 1917 total fanatisch und voller Eifer und angepeitscht in den Ersten Weltkrieg ziehen, an der Westfront bis nach Paris marschieren wollen, aber sobald sie dort ankommen, schon merken, dass ihr ganzer Eifer und ihre Freude und ihr Elan sehr schnell Tod, Wahnsinn und Trauma weichen muss. Äußerst brutal inszeniert, große Bilder, also im Westen nichts Neues, muss sich vor Soldat James Ryan, Der schmale Grat, 1917, Hacksaw Ridge, Platoon oder auch Full Metal Jacket, was die Bilder angeht, finde ich überhaupt nicht verstecken. Der geht ins Mark, der ist der deutsche Vertreter dieses Jahr für die Oscars, im Westen nichts Neues. Definitiv eine ganz große Empfehlung, sich das auf Netflix anzuschauen. Und für mich aber ebenfalls oben mit dabei, auf einem ähnlichen Niveau, hat mich sehr überrascht noch im Kino The Woman King. Der wird ja bestimmt nicht lange laufen. Deswegen, falls ihr Lust habt, ihn zu schauen, schaut euch den mal an. Von Gina Prince-Bythewood inszeniert mit Viola Davis, Tusim Bedu und Lashana Lynch in den Hauptrollen. Es ist die Geschichte rund um die Agoji. Die Agoji sind im Volk der Dahomey im Jahr 1823 hier angesiedelt. Das ist ein Königreich, was, da ist der Film historisch nicht akkurat, oft an seinen Grenzen in Afrika kämpfte, Leute gefangen nahm und sie dann als Sklavenhandelsdreieck auch verkaufte. Und hier befinden wir uns an einem Punkt, wo dieses Thema Sklavenhandel auch aufgegriffen wird, aber dieses Volk dann eben eher weniger als Beschuldigte mit im Vordergrund stehen. Aber es ist auch vielmehr die Geschichte der Agoji und darunter einer Frau, gespielt von Viola Davis, die Naniska heißt und die diese Gruppe in den Krieg führt, beziehungsweise in die Kämpfe gegen die Oyo, die viel mächtiger sind, die viel mehr Einwohner haben, viel mehr Kämpfer haben. Aber die Agoji sind eben ausgebildet in eine Elite-Einheit, wie wir schon am Anfang des Filmes sehen. Da dachte ich in den ersten Kampfsequenzen, nicht nur richtig gut choreografiert, da habe ich richtig Gänsehaut bekommen. Und dann ist es aber neben der Geschichte, wo man denkt, dass es um diese Frau und Naniska geht, eher noch die Geschichte einer jungen Außenseiterin namens Navi, die zu Hause verstoßen wird, dem König als Geschenk gemacht wird und dann in die Agoji eingegliedert werden soll, zu einer Art Anwärterin wird und dabei so viel lernt noch von einer wunderbar von Lashana Lynch gespielten Figur, die sich quasi in der Mitte zwischen Anführerin und Neuling befindet. Und da entsteht so ein Bund und immer wieder krasse Bilder und Einzelgeschichten. Das sind eben die Geschichten von drei Frauen in einem historischen Kontext. Wo ich sagen muss, The Woman King hat echt viel mehr gekonnt, als ich dachte. Und nach den Trailern dachte ich schon, okay, das ist keine uninteressante Sache. Deswegen habe ich den bei mir auch noch ganz oben auf der Liste. Also dementsprechend für mich Werewolf by Night, wer schnell mal zu Hause auf Disney Plus was gucken will. Triangle of Sadness, mal gucken, wie lange der im Kino läuft. Auf Netflix im Westen nichts Neues. Sollte man wirklich sehen, finde ich. Wenn man das ertragen kann, ne? Wenn man jetzt Kriegsfilme und gesondert, natürlich, wenn man sich die politische Lage anschaut in Europa, man schaut diesen Film nicht einfach so. Ne? Dieser Film, der macht was mit einem und der kann auch nochmal vor diesem Hintergrund mehr mit einem machen. Das sollte man, glaube ich, wissen, bevor man sich im Westen nichts Neues anschaut. Oder im Kino noch The Woman King. Und damit bin ich durch mein Ranking. Schön, dass es keine, aus meiner Sicht, Vollkatastrophen gab. Aber natürlich hätte ich mir bei Filmen wie Black Adam oder auch Der Nachname gewünscht, dass die durchaus mehr könnten, auch in Halloween Ends und weiter oben angesiedelt werden. Aber gut, so war es dann zumindest nicht aus meiner Sicht. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filme, Serien und Dokus schauen.